Jo, hallihallo, herzlich willkommen. Ne, so wollte ich eigentlich nie anfangen. Schneiden wir das gerade mal raus. Also nicht rausschneiden, sondern Wäsche quasi Cutten verwenden. wir kurz, also fangen wir neu an, genau. Ja, genau. Machen wir einen kleinen Neustart und zwar. Aloha hier aus diesem eisigen, verschneiten Winterberg und herzlich willkommen zu unserem Danke für die über 100 Abos Filmchen. So, haben wir natürlich überlegt, so was machen wir jetzt. Ist ja irgendwie cool, über 100 Abos, hätten wir uns selber vielleicht schon mal nicht gedenkt. Angedacht. Gedacht. Ja, gedacht. Entschuldigung, wir wollen ja international bleiben. Ja, international, klar. Ja, und haben wir uns gesagt, ayo, dann Mama. Klar, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, nee, das ist Minecraft. Damn it. Ist auch richtig, das ist Minecraft. Ja, richtig, ist Minecraft. Um ehrlich zu sein, war nicht meine Idee. War die vom Erik? Also war so scheiße. Na, da habe ich ja nicht gesagt. Geht ja nur darum. Erik hatte die Idee, ja, wie wäre dann, wenn wir den Leuten hier mal zeigen, wie Minecraft durchgespielt wird? Quasi das Ende. Das Ende Minecraft, das Ende allen Lebens, das Minecraft-Ende eben. Minecraft-Ende, ja. Genau. Und Habe ich Kurs gesagt. Erde. Ja, okay. Naja, hab ich mir gedacht. Ja, okay, warum nicht? Ist mal was anderes, außer Quadrat auf das Quadrat, Quadrat auf das Quadrat. Wir bauen jetzt ein Häuschen oder den schiefen Turm von Pisa nach, keine Ahnung. Hatte ich nicht so viel Bock, aber das Ende zu sehen, ich kenne das Ende nicht, aber das Ende von jedem Spiel, fast jedem, ist eigentlich immer ganz cool und deswegen würde ich das auch gerne in Minecraft sehen. Genau. Übrigens sieht der Baum da hinten episch aus. Ja, wir wissen nicht, das ist das Einzige, was wir bisher von Minecraft rausbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das irgendwie vorhaben, irgendwann mal noch mehr zu machen. Was ist das? Das ist der Baum. Ich habe Oh. nur Wow, okay, quasi Fernglasansicht gemacht. Ist cool, coole ja. Sache, okay. Ja, ich kenne das Spiel nicht, deswegen zockt auch nur Erik. Der kennt sich da einigermaßen gut aus. Der zockt da auch öfters. Und, Gut. ja, Erik dann. Ich erkläre euch jetzt was. Und zwar werden wir das Ende suchen. Dafür braucht man ziemlich viele Items. Und da wir nicht die komplette, sagen wir mal, Laufbahn des Let's Players von Minecraft durchspielen wollen, sprich kein Haus bauen wollen, nichts suchen wollen und so weiter, werden wir in dem Moment mit Too Many Items arbeiten. Das ist dieses schöne Programm hier. Allerdings weiterhin im Survival-Modus. So, ich habe mir jetzt vorher schon ein bisschen überlegt, was wir brauchen. Ganz kurz, in das Ende kommt man durch einen speziellen Raum, in dem sich ein spezielles Portal befindet. Und diesen speziellen Raum findet man durch, Dungeon, oder? So heißt er doch. ich glaube, es heißt sogar Dungeon, genau, durch Auge des Enders. It's the Eye of the Ender. Davon werden wir uns jetzt mal welche nehmen. Die kann man normalerweise finden, 64. also beziehungsweise sich aus etwas herstellen, das man finden kann und so weiter. Das ist mal das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Und dann müssen wir uns aber überlegen, wir müssen später gegen den Enderdrachen kämpfen. Das heißt, dazu brauchen wir zuallererst mal eine gute Rüstung. Ich würde sagen, wir nehmen uns dafür die Diamantenrüstung, oder? Ja, warum nicht? Gut, dann wird unsere Reise vielleicht mehrere Tage dauern, aber das, ne, dazu erst gleich, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall, sagen wir mal, naja, normalerweise halten Diamantschwerter ewig, aber ich würde einfach vorschlagen, zwei Schwerter. Wir müssen außerdem wohl nach unten graben. Das heißt, ich werde ein Schwert, eine Spitzhacke und eine Schaufel mitnehmen. Eine Diamant-Axt. Ey, was Na, ist denn das, Alter? was ist das hier? Ja. Das goldene Schwert. Ist das Das geht gut? ziemlich schnell kaputt. Oh. Gut, das werden wir brauchen. Dann, ich weiß gar nicht, brauchen wir Fackeln? Ich nehme einfach mal 64 mit, okay? Ja, sondern nicht mir. Weiter noch mit. Warum wir Leitern brauchen, erkläre ich euch gleich. Dann werde ich auf jeden Fall Brauchen wir noch eine Bazooka? zwei oder drei Bögen mitnehmen und sagen wir mal, ja, 4x64 Pfeile. 3000 Pfeile Genau. und Kann eine man lieber noch was Bazooka. mit. Und natürlich die Bazooka, genau. Nein, Spaß. Aber ich habe mir überlegt, da im Ende man sehr schnell attackiert wird, würde ich vorschlagen, nehmen wir uns noch 64 Obsidian mit. Das ist Zeug, wenn stille Lava auf fließendes Wasser trifft. Also wenn fließendes Wasser auf stille Lava trifft, entsteht das. Das ist so ziemlich unkaputtbar. Holen wir noch eins. Brauchen wir noch eins? Weiß ich nicht. Brauchst du noch eins? Ich denke nicht, nein. Okay. Okay, dann. Ein Kürbis. Ne, keinen Kürbis, aber du wirst jetzt lachen. Tatsächlich einen Pilz. Jetzt weiß ich nicht mehr genau welchen.
nehme einfach mal zwei von jeder Sorte mit. Was machen die dann? Ja, das wirst du noch sehen. Und ein Bett. Weil wir nicht in der Nacht durchlaufen wollen. Wo haben wir ein Bett? Siehst du's? Wer es alles findet, das behalten. Nee, mach's doch nicht weg. Ich hätte da was. Ah ja, okay. Ups. Ja doch, ein Bett reicht. 35 Betten. 53. So, dann bin ich dafür, dass wir noch etwas zu essen mit holen. Und in dem Fall würde ich vorschlagen... Steaks. Schöne Steaks. Boah, geil. Nehmen wir Steaks mit. Alter, jetzt krieg ich echt so viel Hunger. Ne, und Scheiß, ich krieg wirklich so viel Hunger. Hast du noch mal zu Schnecken hier? Nein, leider nicht. Nein! Und ich glaube, wir brauchen noch ein Feuerzeug. Alter, wir brauchen so super Tränke, Alter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das Feuerzeug überhaupt brauchen. So, jetzt ganz wichtig, nicht, dass wir später in der Hölle stehen und noch was vergessen haben. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal noch ein bisschen Cobblestone mit. Also, für die Nicht-Minecrafter unter euch, das ist Pflasterstein. Ja, sagen wir mal, 2x64 Stück, die brauchen wir aber. Pflastersteine. Die brauchen wir erst später, weil das, wenn man sich damit ziemlich gut nach vorne arbeiten kann. Gut, ich denke, das dürfte schon gewesen sein. Ne, ich hole auf jeden Fall noch Leitern mit. Viele und die 7. Und jetzt geht's los. Und zwar kann man diesen Dungeon finden, indem man einfach Folgendes macht. Den Enderaugen folgt. Das heißt... Oh Gott. Jetzt wäre ich fast gestorben. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen vorsichtig sein, bis sich unsere Energie langsam wieder regeneriert. Das heißt, wir werden jetzt einfach... Du bist dran, das gewinnen. Ja, klar, ich habe es mir mal mitgenommen. Der nimmt das automatisch auf. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung laufen, die uns dieses Auge vorgegeben hat. Das war ungefähr noch da, oder? Keine Ahnung. Ich schau mal nochmal, ja, passt. Man sollte das immer von möglichst hohen Orten werfen. Warum, weiß ich gar nicht genau. Wo ist das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir es gleich wieder. Also normalerweise fliegt das wieder nach unten. Ja, jetzt ist eigentlich viel Zeit, um was zu erzählen. Vielleicht über unser vollendetes Vegas-Projekt oder sowas. Vegas ist vollendet worden. Finden wir sehr cool. Erik hat leider die witzigste Stelle im ganzen Let's Play rausgeworfen. Guck dir mal nach. Ja, ich sehe, in welche Richtung das fliegt. Ich habe das. Ist doch über dir schon. Ja, ist ja okay. Das fliegt nicht unendlich weit, sondern immer nur ein paar Meter in die Richtung. Erzähl weiter. Ja, Erik hat die lustigste Stelle im ganzen Ding halt eben weggeholt. Ziemlich uncool. Ja, ist jetzt okay. Entschuldigung. Krass. Scheiße. Okay. Bin gerade schon in eine Höhle reingefallen. Deshalb wollte ich auch Cobblestone mitnehmen, unter anderem. Damit wir uns überall wieder rausbauen können. Ja, genau, was ich sagen wollte. Weg ist es hier. Ja, Erik hat die lustigste Stelle im ganzen Let's Play weggenommen. Das ist ziemlich scheiße gewesen, weil die Stelle war echt saulustig. Erklär sie doch. Ja, ich konnte aber halt, wirklich, also ich, es wir war, sind, war keine Absicht. Das wir sind pervers gestorben, sau oft an einer asozialen Fuckstelle. Rede bitte ein bisschen vernünftig aus Deutsch, Mensch. In einer brutalen, sehr gemeinen und sehr schwierigen, einer teuflischen Stelle. Oh, jetzt habe ich, fällt mir ganz kurz, die, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mir fällt ein, wir sollten vielleicht noch ein Boot mitnehmen. Die als... Okay, also jetzt hat es die Richtung ganz stark geändert. Vielleicht, das wäre jetzt absoluter Zufall. Ich stelle mich mal hier hin. Ne, okay, es geht also doch weiter um die Kurve. Ja, und ich konnte mit meinen Attacken... Man merkt, Maurice ist ein kleiner Sprachlegastheniker. ...dem Gegner... Also wir sind hier tatsächlich schon in der Nähe. ...leider nicht die Stirn bieten. Meine Kenntnisse im Waffengebrauch reichten leider nicht. Du solltest Hochdeutsch reden, aus. Wir sind hier, Alter. Sag mal, was geht denn hier? Egal, wo ich hingehe, die fliegen woanders hin. Schau mal, da fliegen sie nach da. Und hier fliegen sie nach da. Ich folge einfach den hier. Also die im Waffengebrauch erforderten Maßnahmen
Ja, was? Ich vermute, dass wir jetzt schon drüber sind. Ja, erzähl weiter. Konnten den Gegner nicht täuschen. Nun, ja, woran sagen wir denn, als ich einmal übel ausgerastet bin, aber pervers ausgerastet, also so richtig so, und hab halt eben so geschrien, boah, Alter, leck mich am Penis. Einfach nur Penis, boah, jetzt nix. Ich fliege in 1000 Richtungen. Also hier landen sie ja seltsamerweise immer. Oder da. Also vielleicht gibt es hier auch zwei Dungeons. Ja, toll. Die fliegen ja in alle Richtungen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ehrlich gesagt. Sammeln die erstmal Luft, die sind doch selten, oder? Ja, wir brauchen sie doch nicht mehr. Ja, keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich gehe mal auf den Berg und schieße von da aus. Die sind meistens, also meistens soll man von weit oben schießen. Naja, jedenfalls hat er dann gesagt, leg mich am Penis. Und der Erik ist übel ausgerastet und gelacht hat, war eine richtig lustige Stelle. Blöd, das jetzt so zu erklären, weil, jo, was soll ich sagen? Mir wäre lieber gesehen, ihr hättet es gesehen, aber das war wirklich saulustig, ey. Okay, also ich vermute, dass tatsächlich hier schon was ist. Jetzt habe ich mir gerade was gebrochen schon wieder. Jetzt habe ich extra Pilze mitgenommen und wollte die besondere Fähigkeit von Pilzen zeigen. Na, ich hätte sowieso noch... Wie sieht denn das aus jetzt? Also, wenn jetzt direkt vor den Dungeon wäre, wird er dann noch so weit fliegen oder wird er... Normalerweise würde es normal... Vielleicht ist direkt unter dir was. Ja, ich grab jetzt einfach noch unten. Vielleicht esse ich mal noch... Ah, ne. Okay, wir sind satt. Also es ist tief unten, so viel kann ich schon mal sagen. Und es wäre auch relativ gefährlich, wenn wir jetzt... Aber wir spielen übrigens auf normal, das heißt, wir haben auch Monster aktiviert. Wow! Wie man sieht. Alter. Okay, von wo kommen wir? Von da, das heißt, wir werden noch genau hier weitergraben. Ja, jetzt sind wir schon in die erste Höhle reingefallen. Das ist übrigens Kies, der fällt nach unten. Ist sehr heimtückisch, wenn man sich nach oben gräbt. Heimtückisch! Ja, nee, war so witzig. Ja, nee, Vegas ist jetzt vorbei. Wir fangen jetzt mit unserem, haben wir jetzt schon aktiviert. Ja, ja, ist schon dann. Ja, wir machen jetzt Spore. Ist saulustig. Auf jeden Fall ist es das, denke ich mal. Guckt es euch an, sind noch nicht viele Parts. Ist cool, wirklich. Ohne Scheiß. Und oh, also erstens sind wir jetzt auf dem Bedrock, also auf dem Boden. Und zweitens habe ich gerade einen Diamanten gefunden. Diamant. Oh, drei. Also so viel Glück muss man haben. Tja, aber leider... Kein Spawner, das heißt, ich gehe jetzt nochmal nach oben. Was heißt das da? Ich spring nochmal hoch und setze unter mir Blöcke. Und jetzt entschuldigt es. Ah, ne, Moment, ich habe ja Pilze dabei. Also, ich verstehe jetzt das Verhalten nicht so ganz. Jedenfalls, Spawn ist auf jeden Fall ganz witzig, oder? Ja, klar, also Spawn geht ab. Das finde ich gut. Ja, müsst ihr euch unbedingt angucken. So, ich bringe jetzt gerade nochmal an die Oberfläche. Und jetzt habe ich Angst, ehrlich gesagt, dass. Und ja. Deshalb stelle ich gerade mal wieder auf Tag. Jetzt ist mir egal. Hier sind jetzt wahrscheinlich Zombies überall und wir werden jetzt sterben. Nein. Nein, nicht direkt. Nö, Leute, mir zeigen ich halt eben nur das Ende, sofern wir es finden irgendwann. Ja, ja, das wird. Also es wundert mich schon, dass es hier sich hier so stark alles schon dreht. Also. Geh einfach in die Richtung, die Schuhe in die Richtung, egal ob die zurückfliegen oder nicht. Einfach in die Richtung gehen. Und irgendwann wird wohl einfach mal ein paar mehr. Komm, die zeigen dir jetzt. Ne, nix, lass das, lass die in Ruhe, du scheiß Wichser. Sister. Okay, also vielleicht waren die da irgendwie nur leicht gestört. Nee, nix. Oh. Hä? Ich hab jetzt gerade hier mal keine geschossen, vielleicht ist er wirklich hier. Geh einfach geradeaus weiter. Ja, jetzt fliegt er wieder nach hinten. Ja, geh doch einfach dahin, wo du anfangen möchtest. Ich vertraue einfach mal den hier. Jetzt fliegen die alle zurück. Jetzt geh doch einfach weiter. Ich muss denen doch folgen. Naja, gut. Tut mir leid, Leute, das Special wird 2 Jahre dauern und ihr werdet niemals das Ende sehen. Oh, dann sag mir doch, ich muss denen folgen. Ja, tu das. Ja, und dann kann ich doch nicht einfach denen nicht folgen. Aber jetzt verarschen die mich schon wieder. Ich weiß nicht, welchem ich folgen soll. Ich würde ja, wenn die jetzt dauerhaft in eine Richtung fallen, würde ich ja sagen, weil die fliegen. Vielleicht sind auch hier einfach 2 direkt nebeneinander. Aber jetzt sieht's gut aus.
Okay. Sicher sagen, wäre ich im Endstuhl gefolgt, dann ja, nee, passiert. Ich hab, bin ja weitergegangen und die sind trotzdem nach hinten geflogen. Und ich weiß nicht warum. Ich muss mir gerade ein paar sammeln wieder um den Weg. Sonst haben wir nicht mehr genug. Ja, räumen wir jetzt einfach. Genau. So viel zum Thema. Warum fliegen die jetzt wieder zurück? Der wieder nach vorne. Der wieder nach hinten. Ja, was soll ich denn machen? Oh Leute, ich laufe jetzt einfach in die Richtung hier und dann sollt ihr mir sagen, wo der Spawner ist. Und jetzt? Was ist denn mit mir? Ich kenne das Spiel nicht. Du hast ihn schon mal gemacht. Ja, bei mir ist er dann irgendwann, bei mir ist sowas nicht passiert. Er ist dann irgendwann wirklich stehen geblieben. Nicht wie hier. Die fliegen ja immer weiter zurück. Und jetzt fliegt er wieder nach vorne. Also, ich grab mich mal jetzt hier runter. Bin mal gespannt. Ja, hier muss irgendwo einer sein. Wenn das, wie gesagt, zu lange dauert, schneiden wir das natürlich raus, bis wir einen gefunden haben. Aber im Moment sieht das nicht so aus. Sieht so aus, als würde ich gleich wieder in die Höhle reinfallen, wie ich eben schon war. Hört sich zumindest so an gerade. Bling, blong, bling, blong. Flieg raus, geht schneller. Das ist ein tiefes Loch. Alter, die tiefer schon gegraben. Ja, genauso tief. So, dann mal sofort den Kreativmodus wieder aus. So Leute, passt auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt einfach mal eine kleine Sekunde, also wir lassen jetzt die Kamera eben weiterlaufen, aber ich schneide das einfach raus. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Meter in die Richtung hier fliegen. Ja, ja. Ich warte, bis die Welt sich vor mir aufbaut. Die wurden da hinten aus irgendeinem Grund beschwert. Da hinten sind zwei Enderman. Ne? Warte mal. So, ich habe kurz den Creative Mode ausgemacht. Aus einem ganz einfachen Grund. Seht ihr da hinten die beiden Gestalten? Ich nicht. Nicht? Die beiden Schlanken da, die ich jetzt nicht angucken darf, weil sonst sind sie weg. Oh. Das sind Endermänner. Und von denen bekommt man Enderperlen und mit denen erzeugt man diese Enderaugen. Deshalb wollte ich euch die jetzt zeigen. Und die können sich halt, das ist das Gemeine, die beamen sich eben weg. Da habe ich jetzt eine Enderperle bekommen. Hier. Und, der Mann hier, der schreit jetzt, wenn ich ihn anschaue, also wenn ich ihn fixiere, und jetzt ist er weg. Und jetzt stelle ich schnell auf Tag, weil sonst würde er mich angreifen. Und jetzt ist er einfach weg, und ich weiß nicht wo. Und im Dunkeln... Links, nach links. Da. Da. Ich habe ihn jetzt nicht mehr aus dem Arm. Ah, guck mal, da unten rechts ist. Ja, ja. Das ist einfach ein Fehler. Der hat diesen Chunk hier übersprungen zu laden, aber da ist kein... Was ist das? Das sieht mir fast aus. Ich versuche mal gerade. Eine Bibliothek. Leute. Leute, da müssen wir jetzt hin. Warum? Ich war noch nie in einer Bibliothek, in der unterirdischen. Das sieht mir fast so aus, als wäre das der. Vielleicht dieser Dungeon. Also wo ist das ungefähr? Ja, das kann man schlecht einschätzen, oder? Ja. Ich kann nicht da reinfallen jetzt einfach. Ich schau mir das mal nochmal an. Von Namen. Ja, das ist der Dungeon, auf jeden Fall. Oder das ist eine Festung. Ja, wo geht's lang? Also ich schätze, das ist ein gutes Stück noch in die Richtung hier. Ich wollte mir nicht das Ende ursprünglich zeigen. Ja, ja, aber ich glaube, dass es sowieso in die Richtung geht. Im Moment zumindest schon. Ja. Also jetzt nervt mich hier gerade, dass die Welt hier nicht richtig geladen wurde. Aber wenigstens sehe ich jetzt noch, wo die...
Das hier ist jetzt quasi gecheatet, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich sehe hier, das ist, ich weiß nicht, was das hier ist, aber auf jeden Fall ist es weitläufig, weil ich habe... Oh, da ist es. Das ist das Portal. Dahin müssen wir. Wir haben es gefunden, Leute. Da hat uns das Schicksal ja das, gegönnt, quasi. Ja, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in diese Festung da reingekommen. Ja, also, das läuft gerade. Das hätte keiner so gedacht, jetzt, dass das so schnell geht. Aber das ist wahrscheinlich doch noch ein Stückchen zu laufen, vermute ich mal. Nur normalerweise kann man diesen Enderaugen trauen. Also, sprich, da wo die landen, wird das dann auch hoffentlich sein. Und da ist irgendwie eine Festung direkt. Ah, schau mal da. Bleiben wir mal gerade stehen. Ah, das geht da runter. Also wenn wir uns jetzt ganz vorsichtig mal hier runter. Speicher besser mal. Ich speichere jetzt mal, ja. Hat gespeichert. Ich habe nichts gesehen, aber wenn der Erik das sagt. Unten links, Saving Level. Hast du gesehen? Ja. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt hier nochmal gespawnt, wenn wir starten. Ja, wenn wir. Das war blöd jetzt. Was? Ja, wir sollten hier vielleicht pennen, dann würden wir wieder hier spawnen. Ah ja, das wäre mega nice. Okay, das machen wir jetzt auch, deshalb stelle ich gerade mal auf Abend. Dann wollte ich euch, aber dazu hatte ich sowieso das Knochen mir vergessen, zeigen, warum. Warum genau? Also, nee, warum ich Pilze mitgenommen habe. Und zwar habe ich gedacht, die Reise würde unter Umständen mehrere Tage dauern. Und dann gibt es diesen Trick. Jetzt haben wir einen Pilz. Und jetzt kann ich einfach... Leider habe ich jetzt natürlich gerade den... Ich kann auch einfach mal den hier öffnen, damit man das noch sieht, der Vollständigkeit halber. Es sind vielleicht gerade ein paar coole Features von Minecraft, die ich gerade mal zeigen kann. Also, genau, den wollte ich. Jetzt habe ich dafür die Leitern mitgenommen. Wenn wir jetzt... uns erstmal hoch bewegen und jetzt haben wir quasi eine Wohnung hier oben. Also das heißt, jetzt falle ich natürlich wieder runter. Ich werde das gerade mal provisorisch auskleiden, den Boden. Das geht schneller, als sich eine Hütte zu bauen oder sowas. Und sieht trotzdem ziemlich cool aus. Finde ich. Also ich mache das jetzt mittlerweile immer so, wenn ich auf Reisen bin, einfach den Wohnpilz mitnehmen. Quasi. Können wir jetzt pennen und dann weitermachen? Ja. Aber ich muss dafür erst gerade noch 2-3 Fackeln aufhängen. So, dann fressen wir was, denn wir sind hungrig. Dann stellen wir unser Bett hin. Und jetzt kommt das Blöde, ich muss über dem Bett. Rausgeht, ich kann es jetzt hier irgendwo hinstellen, genau. Muss ich hier freimachen, weil das letzte Mal bin ich hier gestorben in so einem Pilz. Weil ich dann in die Decke gedrückt wurde beim Aufstehen. Vielleicht würde das jetzt nicht passieren. Ne, ich würde jetzt einfach nebendran stehen, naja. Keine Ahnung. Okay, also los geht's jetzt. Ja, gut. Wo war jetzt unser Punkt, wo wir rein sind? Hier. Ich zeig jetzt noch kurz die Festung, in der das drin ist. Das ist nämlich ganz schön anzuschauen. Es gibt dunkel. Jetzt. Wir arbeiten jetzt mal mit ein bisschen mehr Fackeln, weil Minecraft beim Uploaden auf YouTube meistens dunkler wird. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie tief es runtergeht. Ich mach mal vorsichtig, weil ich weiß, dass darunter Lava ist. Unter diesem Portal. Deshalb mache ich mal gerade so. Okay. Gehe ich wieder hier rein. Und baue mich hier runter. Okay. Das hier sieht vielversprechend aus. Okay. Oh. Na dann, alle hopp. Jetzt sollten wir vielleicht gerade ein bisschen aufpassen. Wollen wir uns nicht hier pennen? Hier ist tatsächlich schon... Wow, siehst du die Viecher? Die sind verdammt gemein. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst den Spawner von denen zerstören, bevor wir die zerstören. Siehst du? Lass mich nicht mal den Spawner zerstören. So, den habe ich jetzt zerstört. Jetzt muss ich die Viecher hier töten. Das sind irgendwelche Killeraffen. Die gehen mir nämlich ziemlich auf die Nerven normalerweise. Hier ist eben okay. Dieses Portal, das aus Endsteinen besteht, so nennt man das. Ich zeige jetzt noch ganz kurz, weil hier gibt es manchmal so Räume drin, so kleine. Vielleicht könnten wir in denen gerade pennen mal. Beziehungsweise ich mache uns einfach gerade mal so einen Raum. Indem ich hier so mache. Was geht denn in den Viechern da ab? Ja, die sind untot. Da würdest du auch so schreien.
Gut, das heißt, ich würde mir mal schnell das Bett stellen. Dann auf Nacht. Ging ja auch hier nochmal. Oh ja, du darfst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Ja, alles klar. Also ich muss zuerst mal gerade. Irgendwie ist das seltsam, dass man da nicht pennen darf. Jetzt müsste es gehen. Ich probiere es mal. Nein, es sind immer noch Monster in der Nähe. Ich zerstöre mal gerade diese Tür hier. Wo sind hier Monster? Siehst du welche? Siehst du Monster? Naja, ich will aber auch nicht drin fallen. Tja, das ist jetzt blöd. Ich gehe mal einfach in diesen Raum hier. Vielleicht sind da keine Monster in der Nähe. Nehmen wir hier wieder. Ich glaube, solange du das hörst, ist. Sind Monster in der Nähe, ja. Es macht nichts. Nur fast spielen wir kurz auf. Also. So, jetzt hoffen wir, dass wir in der Nacht nicht gerade attackiert werden. Sonst wäre bitter. Okay. Gut, cool. Wir haben hier so gespeichert. Ja, jetzt zeige ich nur ganz kurz noch so einen Teil von der Festung, weil das sieht echt ganz cool aus. Das haben wirklich die wenigsten Minecraft, da würde ich fast behaupten, schon gesehen. So diese Festungen. Hier grenzt ein Minenschacht an. Hier sind dann solche Räume. Und irgendwelche Zellen. Versucht ihr mal den Weg zu merken. Ich bin noch immer zu gut. Ja, Entschuldigung, ich auch nicht. Okay, macht nichts. Mich interessiert das gerade, deswegen sah ich auch gerade nicht so viel. Tut mir leid. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, das zeige ich jetzt auch. Jetzt gehen wir hier wieder hoch, die Treppe. Und wir wollen ja das Ende zeigen. Und nicht etwa diese Festung, genau. Aber jedenfalls ganz interessantes Feature, diese Festungen. Hier wollten wir pennen. Hier geht es nochmal irgendwo hin. Das ist mir jetzt aber egal. So, dann Erik, erklär mal, was man hier machen muss. Also, ich werde jetzt hingehen und werde zuerst kurz speichern. Dann, jetzt hoffe ich, dass dieses Problem schon gefixt ist, weil wenn nicht, haben wir ein Mini-Problem. Wann? Ich habe mal gehört, dass sich das Portal manchmal aus irgendeinem Grund nicht entzündet. Würde bedeuten, dass wir gleich wieder neu starten dürfen. Okay, es hat sich entzündet. Okay. Das war jetzt schon mal das ein schöner Anblick. So, und darin geht's jetzt ins? In die Hölle. Ins Nimmerland quasi. Ins Niemandsland, ins Netherland. Ich werf mal gerade die unnötigen Sachen, die wir jetzt hier in der Hand haben, da rein. Eine Enderperle ist unnötig. Ja, also jetzt für uns im Moment unnötig. Die eine Leiter werden wir wegnehmen. Ich werde den Obsidian direkt hier reinnehmen. Die Steaks auch. Das zweite Schwert noch nicht. Das hier brauchen wir auch nicht. Die Diamanten werfe ich jetzt mal weg, weil wir ja eh niemals mehr mit diesem Account hier spielen werden. Weil er eben gecheatet ist. So, wie gesagt, Creative Mode, also der Unsterblichkeitsmodus ist jetzt schon aus. Pflastersteine nehme ich nochmal mit. Und jetzt werde ich ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Wir spielen es, sollen, jetzt stellt sich die Frage, spielen wir das pennen, auf oder? Normal oder auf einfach? Ne, macht keinen Unterschied. Was denkst du, wir, also, bei jedem anderen Spiel hätte ich gesagt auf normal, aber ich würde es gerne auf einfach spielen, aufgrund der ganzen Endermänner, die gleich auf uns warten. Okay, aber also ich hätte mal gesagt, speichern noch einmal oder? Sofort drin. Wir gehen rein, oder? Ich kann auch noch einmal Nacht machen und dann. Jetzt erhöhen wir gerade hier die Spannung. Und wehe, ich habe ich einen, der vorspult. Hier gibt's Ärger. Okay. Und abgesehen davon, dass uns hier irgend so ein Zombie die ganze Zeit ins Ohr rotzt, können wir jetzt eigentlich anfangen, oder? Ja. Darunter ist Lava, also ich. Naja. Traue mich nicht so wirklich da rein zu springen. Scheiß drauf. Oh, das geht schnell. Fuß rein und.